Hier arbeite ich, Putzi. Das sind unsere Kunden. Und das ist Thaddäus, mein bester Freund. Was, wieso? Das ist eine dreckige Lüge. Oh, apropos dreckig. Ich wasche mir schnell die dreckigen Hände, bevor ich Burger brate. Thaddäus, das wäre nett, wenn du dich so lange um ihn kümmerst. Na ja, du bist schon ziemlich süß. Sagtest du süß? Das reicht zurück, ihr Geier! Erst im Raum entfaltet er seinen Liebreiz. Hey, das klingt aber nicht nach ich verprasse meine Moneten, Jubelschreie. Das sorgfältige Abtrocknen der Hände ist mindestens so wichtig wie... Dann ist heute früher Feierabend. Wie schön, so habe ich noch mehr Zeit für meinen neuen Freund Putzi. Was in Neptuns Namen geht hier vor sich? Oh, ja, was ist hier bloß los? Plankton, das hier ist doch deine Handschrift, eindeutig. Das ist gelogen. Eigentum des Abfalleimers. Wie kommt denn das dahin? Gut, ja, es war meine Idee. Ich wollte euch eine Lektion erteilen. Mein Roboter frisst alle, die immer so machen. Oh, und jetzt verklagt mich. Plankton, ich möchte dich doch nicht vor Gericht zerren. Ich möchte nur aus deinem teuflischen Apparat raus. Gut, dann sag doch mal. Oh, nein, was ich sagen wollte ist... Eine Sackgassenattraktion? Das passt nicht ganz zur Handschuhwelt. Schnucki-Putz, bitte friss mich nicht. Oh ja, genau. Ich versuch's mit der beruhigenden Kraft der Musik. Oh, Almbrüche. Überraschungsparty für mich? Ja, das ist keine Party, du Blödbob. Und warum haben alle gejubelt, als ich kam? Weil wir mit dir nun endlich an das Notfall-Evakuierungsgaumenzäpfchen drankommen. Wir versuchen's nochmal, Leute. Komm, ich bin gleich. Ich Wir haben es geschafft! Wir sind draußen! Und dank mir sind wir in der Handschuhwelt und das gratis! Gern geschehen, Krabs! Der letzte Mal Handschuhscooter ist ein faules Ahai! Yeah.